Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben ja gerade hier einen illegalen BD gekauft von Stefan. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie man den abspielt. Oder ob man irgendwie zu einem Ripple Dock gehen muss. Ich glaube zwar nicht. Eigentlich haben wir ja hier unser eigenes Headset. Braindance Headset. Aber man kann damit nichts machen. Und welches der BD ist von Stefan, weiß ich jetzt allerdings auch nicht unbedingt. Wahrscheinlich der hier. Aber I don't know how to play that. Im Journal steht leider auch nichts dazu. Spiele Stefans MIDI ab. Jeder weiß, dass man die richtig krassen hirnverdrehten Braindances nicht in Läden oder von Fäden bekommt, sondern auf der Straße. Stefan ist das beste Beispiel dafür. Klingt, als hätte er die heftigsten, ungefilterten MIDIs der Stadt. Sicher nichts für schwache Nerven. Was meinst du? Bereit für den abgefahrensten Rausch deines Lebens? Braindance. In dem Maße, in dem der Braindance immer beliebter wurde, teilte sich die öffentliche Meinung in zwei Lager. Die einen sahen in der neuen Technologie eine Art Offenbarung, andere fassten sie als Bedrohungen auf. Manche Leute schon sahen vorher, dass Braindances die Menschheit retten, unnötige Konflikte beenden und ein neues utopisches Zeitalter voller Verständnis und Respekt einleiten würde. Ihre Begründung war folgende: Wenn man sich selbst aus der Perspektive seines Feindes sieht, wenn man ihn zutiefst versteht und andersherum, dann bleibt er nicht mehr der Feind. Andere jedoch befürchten, eine Welle von neuen Suchterscheinungen, stärkerer Selbstisolation und gesellschaftlicher Spaltung, sogar eine Identitätskrise. Letztendlich hatten beide Seiten recht. Der Braindance wurde zu einem Alltagsprodukt, einer Unterhaltungsform, aber auch einem neuen Überwachungsmittel. Im Grunde genommen ist Braindance der Transfer der bewussten Erfahrungen des Aufnehmenden auf die Person, die die Aufnahme Scroll später wiedererlebt. Bevor das Aufnahmematerial benutzt werden kann, muss es zuerst bearbeitet werden. Ich würde ja gerne wissen, wie das funktioniert. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir müssen das irgendwie ein anderes Mal versuchen. So, der letzte Braindance haben wir ja in Lizzie's Bar, glaube ich, bei Judy angeschaut. Vielleicht müssen wir irgendwie dahin. Oder keine Ahnung. Ja, doof. Vielleicht gibt es irgendeine bestimmte Taste oder so. I don't know. Wahrscheinlich machen wir das dann ein anderes Mal. Aber da wir ja gerade hier schon in Chapentown sind, gehen wir kurz mal hier um die Ecke und kaufen mal ein neues Apartment wieder. Ich meine, das Geld dazu haben wir ja. Neue Zugangskarte. Neues Versteck freigeschaltet. Doch, doch, ich kann alles. Wer bist du? Kadema Fils Aim. Was ist
Today I've got a special show for the media heads and the dedicated voyeur, the Dynalar TX-43 Octazoom. Sieht ehrlich gesagt nicht gerade vielversprechend aus, wenn man mich fragt. Aber hey, vielleicht ist das Apartment schön. Heizungstyp. Hey Jim, der Heizungstyp war da. Hat was von Druckproblemen und einem Leck gesagt und ein Gerüst aufgebaut. Seitdem ist er verschwunden. Antwortet nicht auf meine E-Mails und geht nicht ans Telefon. Entweder ist er mit den Eggs abgehauen oder liegt irgendwo und fault vor sich hin. Sag uns, was ich jetzt machen soll, okay? Neuer Heizungstyp vielleicht? Und denk an den Splitter, hier könnte jederzeit jemand einbrechen. Mike. Hey Mike. Der Heiztyp kam heute vorbei, hab gleich bezahlt. Also wenn er nochmal Kohle will, sag ihm, er kann dich mal. Mach einen Splitter mit Zugangsgängen fürs ganze Gebäude fertig. Er meinte, er muss alles checken. Hörleitungen, Rohrschleifen und was weiß ich noch. Kann Stunden dauern. Danke im Voraus, Jim. Und die Medikamentenlotterie wie immer. Kurz ein bisschen was stehlen von hier. C7A. Nice. Alles drei. Ja, wir könnten jetzt den Lift nehmen oder die Treppe. Ich würde erstmal die Treppe bevorzugen. Nicht mein Problem. Wenn du es hier nicht magst, ist das nicht mein Problem. Dann können wir hier hoch. Weil hier unser Apartment ist. Ganz oben gibt's nichts. Apartment in Japantown gemietet, wo Stil auf Charakter trifft. Mach es dir gemütlich, leg die Beine hoch, genieße die Atmosphäre. Ups. Schön eingerichtet. Schön im japanischen Stil. Räucherstäbchen anzünden. Ich muss sagen, das gefällt mir irgendwie. Einschlaflektüre. Boah, ist das hell. Na gut, die Aussicht geht jetzt so. Ich könnte wieder mal ein paar neue Outfits zusammenstellen, ehrlich gesagt. Aber das mache ich dann lieber offline. Roach Race. Ach ja. Und hier das Ganze aufräumen würde auch mal wieder gehen. Aber das dann auch lieber offline, weil sonst, ja, ist das viel zu zeitaufwendig.
280 von 400. Ja, ne. Ein anderes Mal. Hat zwar doch was ein bisschen so japanischen Stilmäßig. Ein Dächern da vorne und diesem Cherry Blossom Tree. Aber da drüben, naja, die Aussicht jetzt. Oh shit. War ein bisschen zu viel Whisky. War es bloß Spam-Mails? Interessiert mich nicht. Okay, mich würde es nicht wundern, wenn CDPR Red die Fingeranimation wirklich so gemacht hat, wie es in echt würde man das, wenn man das Stück spielen würde. Würde mich nicht wundern, weil es sieht ziemlich akkurat aus. Oh yeah! Wusste ich gar nicht, dass wie Gitarre spielen kann. Aber finde ich ziemlich geil. Ach ja, die Musik von Cyberpunk. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe sie einfach. Ich find's so gut. Das ist dann wohl unser neues Apartment hier in Chapentown? Ihr wisst schon. Auf jeden Fall ziemlich schön. Von innen zumindest. Von außen, naja, ein bisschen eine Rotzbude. Aber hat was. Finde ich nice. Und dann haben wir jetzt schon drei Apartments.
Okay. Wieso können wir hier rein? Was hat das hier auf sich? Oh shit. Hier drin ist irgendwie was. Archiviertes Gespräch zwischen Wilbur und Lia. Hey Lia. Hey. Na, hast du schon Käufe? Yep, Tigers. Zahlen das Dreifache. Klingt gut. Zu gut, um wahr zu sein. Nur kein Neid. Nur weil ich scheißreich bin. Klar, ich bin nicht neidisch, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Die Sache stinkt zum Himmel. Wäre ich du, würde ich lieber die Finger davon lassen. Ja, ja, muss los. Hawaii ruft. Bye-bye. Okay. Lieferung Vendomat neigt die Automaten an Lia Gladen. Guten Tag, Ihre Bestellung steht zur Abholung bereit. Wie gewünscht wurden Stahlrollen an die Unterseite der Maschine montiert. Bitte beachten Sie, dass die maximale Rolltragkraft bei 1000 Kilogramm liegt. Eine Benutzung mit höherer Belastung könnte zu Beschädigungen führen. Bei Fragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kundenservice Vendomat. Aha. Da haben wir es also. Kann den Vendomat irgendwie verschieben? Wenn es denn möglich wäre. Hallo? Hallo? Oder irgendwo ein Knopf. Was ist der Knopf? Und warum leuchtet die Mikrowelle? Zum Aktivieren des Geräts drücken zur Fernsteuerung eines anderen Gerätes. Okay. Übersehe ich gerade irgendwas? Komm schon, wir sind ja jetzt schon da drin. Dann muss doch das irgendwie gehen. Da kommt man hinein. Oh shit, das ist ein Fehler. Sonst irgendwas? Wie kann man den Automaten bitte verrücken? Muss man da irgendwie
Es ist ein Bug, muss ich neu laden. Könnte halt alles sein. Weird. Ich würde sagen, ich lade mal gleich das Spiel neu. Vielleicht ist das irgendwie ein Bug gerade, dass da die Option fehlt, um den Automaten zu verschieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.